Il y a des lois justes auxquelles nous avons le devoir d'obéir et il y a des lois injustes auxquelles nous avons le même devoir de désobéir. In einer Diktatur muss man natürlich Widerstand leisten, aber in einer Demokratie? Stehen Widerstand und Demokratie nicht im Widerspruch zueinander? Sollte die Demokratie nicht viel eher ein Ort des Dialogs und der Verhandlung sein, denn ein Ort des Widerstands? Der Wunsch nach Ungehorsam scheint in einer Demokratie doch bestenfalls einer Laune zu entspringen. Er ist ein Luxus und schlimmstenfalls sogar unverantwortlich und eine Gefahr. Dies sind die ersten Sätze des Buches, das Sie, Sandra Logier, gemeinsam mit Albert Augien geschrieben haben. Pourquoi désobéir en démocratie? Auf Deutsch, warum braucht eine Demokratie Ungehorsam? Darin gehen Sie von einem Paradox aus, das den meisten gar nicht so paradox erscheint. Warum soll man in der Demokratie Ungehorsam üben? Inwieweit ist eine freiheitliche Ordnung mit Ungehorsam vereinbar oder gar mit der Forderung nach Ungehorsam? Wenn man nicht in einer Demokratie lebt. Ganz klar. In einer Diktatur spricht man nicht von Ungehorsam, sondern von Widerstand. Sandra Logier ist Philosophin und Dozentin an der Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. In einer Demokratie spricht man eher von Ungehorsam. Der ist zwar nicht gefährlich, aber doch viel mehr als eine Laune. Denn in einer Demokratie geht es immer darum, seinen Weg zu finden, sich Gehör zu verschaffen und sich von der Macht, also dem Staat, vertreten zu fühlen. Aber noch einmal für unsere Zuschauer, damit dieses Paradox besser verständlich wird. In der idealen Demokratie gibt es ja Gesetze, die die Freiheit garantieren. Ist Ungehorsam gegen diese Gesetze nicht eine Bedrohung der Freiheit? Also, in einer Demokratie darf ja normalerweise jeder sagen, was er will. Jeder darf sich frei äußern und seine Wünsche, seine Meinung, das tun wir ja auch ganz frei. Jeder darf sagen, was er will. Er darf protestieren, in Streik treten, demonstrieren gehen. Wozu also noch Ungehorsam üben? Diese Frage führt automatisch zu einer anderen. Was macht eine Demokratie eigentlich aus? Was verstehen wir darunter? Welche Erwartungen haben wir an sie? Es geht darum, uns klarzumachen, dass Demokratie in erster Linie eine Forderung ist und als solche immer eine Form von Unzufriedenheit mit den uns zur Verfügung stehenden Ausdrucksmöglichkeiten impliziert. Demokratie ist also keine ewige Garantie für Freiheit, sondern die Chance, sie immer wieder neu zu erkämpfen. Tun wir es nicht, verlieren wir sie. In der Demokratie hat man immer das Gefühl, dass es noch etwas mehr Demokratie sein könnte. Aus perfektionistischer Sicht muss man sagen, die ultimative Demokratie wird nie erreicht. Es gibt nicht den perfekten Staat, über den wir sagen können, es ist ein für alle Mal gut. Wir müssen immer wieder aufs Neue mehr Demokratie fordern. Sie sprachen von Perfektionismus. Schauen wir uns die Wurzeln dieses Paradoxes an. Sie gehen auf einen Mann zurück, der Wurzeln mochte. Ich spreche von Henry David Thoreau, auch bekannt als Verfasser des Essays über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Der Globalisierungsgegner José Bové hat ihn in den 90ern populär gemacht, als er nach seiner Verhaftung erklärte, dieser Text sei die Grundlage seines Handelns, der Leitfaden seiner Aktionen. Thoreau beschloss eines Tages, sich für ein paar Jahre an den Lake Walden zurückzuziehen. Für zwei Jahre, um in der Natur den Ursprung dessen zu finden, was er als Ungehorsam bezeichnet. Warum gerade dort? Thoreau beschloss, sich in einer selbstgebauten Hütte am Lake Walden niederzulassen und zur Natur zurückzukehren, wobei er nicht komplett außerhalb der Gesellschaft war, denn der Ort Concord war ganz in der Nähe. Er hat sich selbst versorgt, hat Gemüse angebaut. Es ging ihm darum, Autonomie zu finden. Er wollte sein Selbstvertrauen stärken und sich von seinem Mentor Ralph Waldo Emerson emanzipieren.
Sein Ziel war, sich ganz auf sich selbst zu besinnen, zum Kern der eigenen Subjektivität vorzudringen, auf dem er dann sein Selbst aufbauen konnte. Und die Revolte. Genau. Aber warum Walden? Thoreau wollte sich aus der Gesellschaft zurückziehen, denn er war mit der Politik seiner Zeit ganz und gar nicht einverstanden. Und vor allem nicht mit der Sklaverei. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die USA damals eine Demokratie waren. Thoreau missfiel jedoch die von Präsident Jackson geprägte Demokratie. Und deshalb sprach er auch von Quiet Desperation, von einer stillen Verzweiflung, in der sich die Gesellschaft befand. Die Verzweiflung des Konformismus. Setzen Sie sich. Und er sprach von der Verzweiflung, sich in seinem eigenen Staat nicht wiederzuerkennen. Für ihn war ein Staat, der Krieg gegen Mexiko führte, ein Staat, in dem Rassentrennung herrschte. Genau, in dem Rassentrennung herrschte. Aber schlimmer noch war für ihn die Sklaverei, der Umgang mit den Indianern, den ersten Amerikanern, den er als empörend empfand. Diesen Staat konnte Thoreau einfach nicht unterstützen. Er wollte ihm nicht angehören. Walden war für ihn eine Möglichkeit, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, ohne ihr jedoch den Gefallen zu tun, ihr komplett den Rücken zu kehren. Ja. Seine Haltung war: Ich bin hier, aber ich bin nicht einverstanden. Sein Ungehorsam bestand darin zu sagen, ich bin ganz und gar nicht eurer Meinung. Ich verweigere mich dieser Gesellschaft. Sie ist nicht meine Gesellschaft. Dies ist nicht mein Amerika, aber ich bleibe trotzdem. La désobéissance civile, c'est vraiment pas une opposition systématique à toute loi. C'est l'exercice de l'esprit critique, et c'est pour ça que c'est éminemment démocratique, éminemment citoyen. L'idée qu'il y a des lois justes auxquelles nous avons le devoir d'obéir, et il y a des lois injustes auxquelles nous avons le même devoir de désobéir. Pour qu'elles changent ? Le désobéissant, c'est celui qui ne s'oppose pas à toutes les lois, c'est celui qui permet aux lois d'être plus justes, qui produit du droit. Xavier Renou ist Mitbegründer von Les Désobéissants, die Ungehorsamen. Si je suis contre les pratiques d'une multinationale qui exploite le travail des enfants, qui pollue l'environnement, etc., eh bien, je peux appeler à boycotter les produits de cette grande enseigne ou de cette marque ou de cette entreprise. Je peux bien sûr d'abord refuser d'en acheter, mais ça ne suffira pas si je n'empêche pas aussi les autres d'acheter ces mêmes produits. D'abord en les informant, éventuellement en les empêchant physiquement, mais de manière non violente. De la sorte, puisque j'agis publiquement et de manière non violente, je m'expose à la répression. Ça fait partie du jeu. Quand nous agissons, c'est au nom de notre conscience, nous pensons que nous avons raison, mais bien sûr, comme tout être humain, nous sommes faillibles, nous pouvons donc avoir tort. L'idée d'agir de manière non violente, c'est d'agir avec la possibilité de réparer les éventuels torts que nous aurions faits à tort. Bien sûr, la plupart du temps, il se trouve que nous avons raison, ou nous avions raison, ou ceux qui ont désobéi et dont l'histoire a retenu le nom, avaient raison de le faire. Obwohl Ihre Position sehr klar und in sich stimmig ist, scheint sie dennoch paradox zu sein. Sie praktizieren Ungehorsam, begehen aber keine Straftat. Sie fechten das Gesetz an, sind aber keine Anarchisten. Es geht darum, Kritik zu üben, sagt Xavier Renou. Hinzu kommt, und das ist das größte Paradox, wenn Gehorsam eine Pflicht ist, was es ja ganz eindeutig zu sein scheint, wenn es heißt, deine Pflicht ist zu gehorchen, dann ist Ungehorsam ebenso eine Pflicht, und zwar insofern, als Ungehorsam eine Form von Gehorsam ist. Ja, Ungehorsam ist eine Pflicht. Die Mitglieder von Les Désobéissants sagen, dass sie nicht anders handeln können. Insofern handelt es sich also nicht unbedingt um eine Pflicht, sondern eher um eine Art von innerem Zwang. Ich kann nicht anders. Das hört man oft. Das ist schon paradox, denn dabei gehorcht man im Grunde einer höheren Sache, einem anderen Prinzip, das sich von dem aufgezwungenen Gesetz unterscheidet. Und das Ziel ist, Recht zu schaffen? Genau. Ein weiteres Paradox, noch ein Paradox, ist, dass man im echten Leben ja nicht irgendwie Ungehorsam leistet. Es gibt Regeln des Ungehorsams. Ja, es gibt Regeln. Ungehorsam zu üben heißt nicht, einfach ein paar Gesetze zu brechen. Es ist ja kein Ladendiebstahl, sondern etwas ganz anderes. Genau.
Es geht nicht darum, sich einem Gesetz zu verweigern, sondern sich aktiv in eine Situation des Ungehorsams zu begeben. Mitunter riskiert man, verhaftet zu werden. Ungehorsam ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden und viel mehr als nur ein dummer Jungenstreich. Sogar Thoreau hat eine Nacht im Gefängnis gesessen. Die Mitglieder von Les Désobéissants leisten vorsätzlich und öffentlich Ungehorsam gegenüber dem Gesetz, meist in der Gruppe, wovon ja auch Xavier Renaud gesprochen hat. Dafür werden sie bestraft. Und diese Bestrafung wirkt dann so ungerecht, dass eine öffentliche Debatte angestoßen und das betreffende Gesetz hinterfragt wird. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Rosa Parks, die sich vor 60 Jahren weigerte, sich im Bus auf einen Platz für Schwarze zu setzen. Damit kam eine Dynamik in Gang, die schließlich zur Abschaffung der Rassentrennung in den USA führte. Ja, eine nicht mehr ganz junge schwarze Frau ins Gefängnis zu stecken, dafür, dass sie ihren Platz nicht an einen weißen Mann abtreten wollte. Von bester Gesundheit. Die Empörung darüber war so groß, dass der erste Schritt gemacht war. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Ungehorsam, öffentlicher Debatte und dem Gesetz, das als zutiefst ungerecht empfunden wird und geändert werden muss. Von hier aus kommen wir, wenn auch nur kurz, zur Mutter allen Ungehorsams, der wunderbaren Antigone. Ja. Und zu dem Streit zwischen ihr und Ismene. Wir erinnern uns. Antigone und Ismene sind die Schwestern von Eteokles und Polyneikes, die sich im Kampf um Theben gegenseitig getötet haben. Kreon, der König von Theben und Onkel von Antigone und Ismene, ernennt aus strategischen Überlegungen Polyneikes zum Sündenbock und Eteokles zum Helden. Antigone ist damit nicht einverstanden und findet, Polyneikes solle, wie ihr anderer Bruder, ordentlich bestattet werden. Und so begräbt sie ihn selbst, obwohl sie weiß, dass sie dafür zur Strafe lebendig eingemauert werden wird. Steht Antigone, dazu gleich mehr, für jemanden, der das Gesetz bricht, oder für jemanden, der das Gesetz schafft? Es gab natürlich schon immer diese Idee, und Antigone ist hier ein Vorbild. Es gab schon immer die Idee vom Gesetz als höheres Prinzip, dem man gehorchen kann, das man aber auch verteidigen kann, indem man Ungehorsam übt. Die Frage, die Antigone aufwirft, ist letztlich nicht nur eine Frage politischer, sondern auch individueller Natur. Wichtig bei allen Aktionen zivilen Ungehorsams seit dem 19. Jahrhundert ist aber ihr kollektiver Charakter. Die Tatsache, dass sie eine öffentliche Debatte angestoßen haben und es den Akteuren dabei nicht nur um sich selbst ging. Und natürlich die Tatsache, dass sie gewaltfrei abliefen. Die Gewaltfreiheit war lange Zeit ein entscheidender Punkt, wenn es um zivilen Ungehorsam ging. Die Aktivisten wurden für ihren Kampf für Menschenrechte über den Boden geschleift und geschlagen, aber sie wehrten sich nicht dagegen. Das war ihre Strategie, den Gegner in Verruf zu bringen, indem sie die Gewalt sichtbar machen, die von der Gesellschaft ausgeht. In einer Demokratie ungehorsam zu üben, heißt nicht, das Gesetz abzulehnen, sondern es zu verbessern oder durch ein besseres zu ersetzen. Damit kommen wir zum Kern des Themas und sprechen jetzt mit Nicole Marie Meyer. Kommen Sie. Nicole Marie Meyer ist bei Transparency International für den Bereich Whistleblowing verantwortlich. Vorher war sie eine hohe Beamtin im Außenministerium. Als sie dort die Veruntreuung von Geldern aufdeckte, wurde sie entlassen. Heute gilt sie als eine der wichtigsten Whistleblowerinnen Frankreichs. Ganz kurz, was haben Sie getan? Inwiefern haben Sie Ungehorsam ausgeübt? Ich habe keinen Ungehorsam ausgeübt, sondern lediglich zwei Berichte weitergegeben. Setzen wir uns. Ich habe zwei vertrauliche Berichte an meinen Vorgesetzten weitergegeben, in denen es um Korruption ging, die ich im Rahmen meiner Aufgaben festgestellt habe und die ich laut Artikel 40 Absatz 2 der Strafprozessordnung melden musste. Das heißt, das Geld. Sie haben also nur das Gesetz befolgt? Sämtliche öffentlichen Gelder müssen ordentlich angegeben werden. Die erste Unstimmigkeit reichte ins Jahr 1907 zurück und betraf eine Institution. Als ich darauf stieß, hatten wir 1997. Kaffee? Ja. Eine Institution mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern, verteilt auf 7 Gebäude mit 61 Mitarbeitern ohne Arbeitsverträge.
Manche von ihnen waren seit 17 Jahren dort beschäftigt, ohne Renten oder Krankenversicherung. Weder Gebäude noch Personal waren versichert. Das Außenministerium? Es handelte sich um die Kulturabteilung des Außenministeriums. Ich habe Veruntreuung von Geldern vermutet, denn 2 Jahre in Folge gab es jeweils einen Überschuss von 500.000 Francs. Damals waren es ja noch Francs, für die es keinerlei Belege gab. Sie waren einfach verschwunden. Ich habe niemanden beschuldigt, sondern lediglich Fakten aufgedeckt. Whistleblowing ist das Anzeigen von Tatsachen. Die Definition von Transparency lautet, das Melden illegaler, unerlaubter oder gefährlicher Aktivitäten an Einzelpersonen oder Behörden, die diese unterbinden können. Damals kannte ich diese Definition nicht. Ich habe lediglich meine Pflicht erfüllt. Das ist interessant. Entschuldigung, Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich nicht als Person gesehen haben, die Ungehorsam ausübt. Darüber habe ich auch gerade mit Sandra Logier gesprochen. Ungehorsam bedeutet, einem höheren Gesetz zu folgen. Trifft das auch in Ihrem Fall zu? Ich habe nicht. Wir können gern noch einmal darauf zurückkommen, aber ich glaube, man muss wissen, es gibt unter den sogenannten Whistleblowern 2 Arten, wenn Sie so wollen, aber die meisten, die ich kenne und die wir unterstützen, wollen schlicht und ergreifend das Gesetz ihres Landes befolgen und sind nicht damit einverstanden, beispielsweise an der Veruntreuung von Geldern mitzuwirken. Wir haben zum Beispiel den Fall eines Verwaltungs- und Finanzchefs einer Krankenkasse betreut. Ihm wurde gekündigt, weil er sich geweigert hatte, fiktive Arbeitsplätze zu schaffen. In Frankreich. Ich selbst wurde bedroht und auf einen unbedeutenden Posten versetzt, wie man mir mit einer lapidaren Notiz mitteilte. Der Grund? Ich habe meinem Vorgesetzten einen vertraulichen Bericht weitergeleitet. Ich habe ihn nicht an die Presse weitergegeben, sondern lediglich meinem Vorgesetzten übermittelt. Ich wurde bedroht und versetzt. Meine Beurteilungen waren bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut. Anschließend hatte ich einen Posten in Deutschland, einem Land. Naja, die Stelle war ziemlich bedeutend. Zu meinem Unglück, ich war ja gerade auf der Karriereleiter nach oben geklettert, stieß ich auch dort auf Unstimmigkeiten. Diesmal handelte es sich um Fälschung öffentlicher Urkunden und Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen. Wieder habe ich einen Bericht verfasst, wieder wurde ich verbal und körperlich bedroht. Ich habe dann offiziell eine Untersuchung des Falls gefordert und dieses Mal verlor ich meinen Job. Sandra, ich habe meine Stelle verloren und meine Karriere war beendet. Wichtig ist, dass die meisten Whistleblower, und das betrifft Hunderte, nur ihre Arbeit machen wollen. Lediglich versuchen, das Gesetz zu befolgen. Wenn ihre legalen Möglichkeiten erschöpft sind, bedienen sie sich manchmal bestimmter Strategien des Ungehorsams. Das schauen wir uns gleich am Beispiel von Edward Snowden an, der ja zur Symbolfigur geworden ist. Eine Frage noch, Sandra Logier. Ist Ungehorsam angesichts der Veruntreuung von Geldern dasselbe wie Ungehorsam im Namen der Gerechtigkeit? Ich glaube... Bei Xavier Renoux geht es um Ungehorsam gegen das Gesetz. Das ist etwas anderes als bei Ihnen. Die Perspektive ist nicht dieselbe, denke ich. In beiden Fällen ging es um Gerechtigkeit. Sie wollten im Einklang mit dem Gesetz handeln, aber auch ihre Arbeit korrekt ausführen, wie das ja auch bei Ihnen der Fall war. Bei vielen Akteuren, die in den vergangenen Jahren zivilen Ungehorsam praktiziert haben, handelte es sich um Beamte, die ihre Arbeit korrekt machen wollten. Sie waren dazu gezwungen, den Anweisungen zu widersprechen, die sie als ungerecht empfanden. Bitte bleiben Sie sitzen, wir unterhalten uns gleich weiter. Aber zunächst möchte ich Ihnen etwas Wichtiges zeigen, und zwar die öffentliche Befragung von Edward Snowden vom 10. Dezember 2014 in der Gaîté Lyrique in Paris, die wir hier als gedolmetschte Fassung auf Französisch vorliegen haben. Schauen und hören Sie. Je ne voulais pas changer le monde, je ne voulais pas changer la politique de mon gouvernement, je voulais simplement que nous soyons dans une démocratie représentative et que les gens que nous élisons représentent les gens, pas une classe particulière, pas une organisation particulière, mais le peuple. Et ils le font sur la base de nos votes, des valeurs que nous avons en tant que société. Et quand des programmes ont commencé à
fonctionner de plus en plus dans le secret absolu. On a commencé à avoir ce divorce entre nous et les opérations qui ont été menées. On était écartés de la nature même et de la compréhension de notre société. Parce que quand on en arrive à la démocratie, le gouvernement est fondé sur l'idée d'un consentement des gens qui les ont élus. Donc, ce sont des gens qui sont censés diriger les opérations en notre nom. Mais si nous ne comprenons plus les programmes qu'ils disent mener en notre nom et les directions qu'ils ont prises dans ces opérations et qu'ils les mènent contre nous et qu'ils les font en notre nom, eh bien, nous ne faisons plus partie de ce gouvernement. Nous devenons les sujets de ce gouvernement. Sagt, Aktionen, die gegen uns gerichtet sind. Dieses uns interessiert mich. Was meint damit? Das ist doch im Grunde die gleiche Rhetorik wie die Donald Trumps während des Wahlkampfs. Wir geben die Macht dem Volk zurück. Inwiefern unterscheidet sich Antigone von dem Demagogen, der um seine eigene Sache durchzusetzen, sich nur zu gern des Bilds des geknechteten Volkes bedient? Wie ist das zu rechtfertigen? Muss man hier nicht unterscheiden? Was oder wer ist mit uns gemeint? In jedem Fall vertritt er, anders als Trump, eine Idee von Volk bzw. von Demokratie, in der jede und jeder die Möglichkeit haben muss, sich wiederzuerkennen und sich auszudrücken. Aber wenn Trump sagt, wir geben die Macht dem Volk zurück, to you, the people. Aus der Perspektive der Whistleblower möchte ich auf die Parchesia aufmerksam machen. Inwiefern? Laut Polybios gibt es zwei Säulen der griechischen Demokratie. Die eine ist die Gleichheit vor dem Gesetz bzw. der gleiche Zugang zur öffentlichen Rede in der Agora, was im Grunde der heutigen Idee von Gleichberechtigung entspricht. Die zweite Säule ist die Freiheit, die Wahrheit auszusprechen. Parchesia. Parchesia ist ein Akt der freimütigen Offenheit und der festen Überzeugung. Das Gegenteil von bezirzender Schönrederei und schmeichlerischer Verführungskunst. Parchesia erfordert Mut, denn das Wahrsprechen ist nicht ganz ungefährlich für den Sprecher. Die Versammlung kann ihn in die Verbannung schicken, wenn sie nicht einverstanden ist, oder der Tyrann kann ihn wie einen Sklaven verkaufen. Sandra Logier? Ja, stimmt, aber das ist auch eine sehr individualistische Sichtweise. Moment. Auf Ungehorsam und Demokratie. Immerhin haben Demokratien immer wieder Menschen ausgeschlossen. Aber... Und nicht wenige. In den Prinzipien. Auch das ist wichtig, wenn wir von Ungehorsam und Parrhesia sprechen. Bei der Parrhesia, die ja von Foucault und Rosanvallon wieder aufgegriffen wurde, hat zwar jeder das gleiche Recht, sich zu äußern, aber die Äußerungen selbst sind nicht gleichwertig, denn es gibt Gerüchte, Lügen oder Fake News. Parchesia kann verhindern, dass Demokratien zu Ochlokratien verkommen. Also? Die Regierung der Masse und ihrer Gelüste. Wie gern würde ich Ihren Optimismus teilen. Fassen wir noch einmal zusammen. Der griechische Begriff Parchesia bedeutet Wahrsprechen. So hat ihn Foucault in Mut zur Wahrheit verwendet. Den Titel des Buchs hat Präsidentschaftskandidat François Fillon als Slogan zu Beginn seiner Kampagne genommen. Warum hat er ihn wohl später durch Une volonté pour la France, ein Wille für Frankreich, ersetzt? Gute Frage. Gute Frage, warum bloß? Kommen wir noch einmal auf die eben angedeutete Unterscheidung zurück. Welchen Unterschied würde ein aufgeklärter Bürger machen zwischen einem Whistleblower wie Edward Snowden, der für die Weitergabe von Informationen mutig sein Leben und seine Karriere aufs Spiel setzt, und einem Demagogen, der aufgrund seiner Haltung »Ich gegen den Rest der Welt« gewählt wird, der sagt, dieses böse, plutokratische, ochlokratische, abscheuliche, grauenhafte System, ich habe damit nichts am Hut, ich bin der wahre Ungehorsame, vertraut mir. Sandra Logier, worin besteht der entscheidende, der feine Unterschied zwischen diesen zwei Positionen? Der Unterschied ist wirklich sehr fein und für die heutige Demokratie hängt viel davon ab, denn man kann nicht... Worin unterscheiden sich Wahrsprechen und Demagogie? Wie lässt sich das Wahrsprechen, dieses extrem mutige, riskante, aber eben auch elitäre Unterfangen, mit dem Kampf für mehr Demokratie vereinbaren, die ja mehr Menschen Gehör verschaffen soll? Deshalb ist auch die Frage der Partizipation so wichtig. Sobald man anfängt, die Demokratie und das damit einhergehende Recht auf freie Meinungsäußerung zu kritisieren, weil es den Weg für die Demagogie und die Gelüste des Volkes freimacht, gerät man schnell in eine verachtende Haltung dem Volk gegenüber.
Wie kann man für die Demokratie kämpfen und gleichzeitig das Volk, den Demos, in Frage stellen? Das ist der Kern der aktuellen Populismusdebatte. Ungehorsam als Ausdrucksform kritischen Geistes zu praktizieren heißt, dafür zu sorgen, dass Ungehorsam nicht zum Vorwand für neue Knechtschaft verkommt. Vielen Dank an Sie beide. Herzlichen Dank. Wir haben gesehen, Ungehorsam ist keine einfache Angelegenheit. Ob die Veruntreuung von Geldern aufgedeckt oder eine Ungerechtigkeit angeprangert wird, immer appelliert der Ungehorsam paradoxerweise an das Gesetz. Er kann in Form von Demonstrationen oder Protesten stattfinden. Er kann von dem einfachen Beamten ausgeübt werden, der bei seiner Arbeit Unregelmäßigkeiten entdeckt. Dabei ist Ungehorsam immer ein Appell, das bestehende Gesetz zu verbessern oder es einfach nur zu respektieren. Ungehorsam ist für die Demokratie unerlässlich, denn sie ist nicht perfekt. Sie lebt vom Einwand, von der Kritik, vom Protest. Kurz, vom Ungehorsam, der verhindert, dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen.